Der KFC Uerdingen versucht mit dem Bundesliga-erfahrenen Norbert Meyer seine Aufstiegsambitionen in der 3. Liga aufrechtzuerhalten. Am Sonntag bestätigte der Krefelder Club auf Anfrage der Rheinischen Post, dass der 60 Jahre alte Ex-Nationalspieler die Nachfolge des freigestellten Stefan Krämer antritt. Erlebe die Bundesliga-Highlights auf der ZN. Hol dir jetzt deinen Gratismonat. Norbert Meyer wird unser neuer Trainer, sagte KFC-Präsident Michael Ponomarou. Er soll am Dienstagmorgen erstmals das Training leiten. Meyer hatte zuletzt den 1. FC Kaiserslautern in der 2. Liga betreut. Uerdingen kassiert 3. Pleite in Folge. Am Samstag hatte der KFC durch ein 2:3 nach einer 2:0 Führung beim SV Meppen die 3. Pleite in Folge kassiert. Als Interimscoach hatte Stefan Reisinger amtiert.